Willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Yay! Es ist Zeit, blaue Exalfa-Schmerze zu sammeln, wir brauchen immer noch ein paar davon. Das ist auch eine gute Gelegenheit, dass ich mal wieder Mr. Wächter spiele. Hast du zufällig du hast immer eine bessere Waffe auf jeden Fall. Dann nimm mal die doch. Willst du die Feen nochmal spielen? Wir hatten irgendwem eine Waffe geschmiedet, die zweimal Monsterteile plus hat. Wer war denn das? Frag mich mal. War das Ganon? Das ist Ganon. Ja, das ist eine Ganon. Und dann hoffen wir mal, dass wir die drei Schwänze, die wir brauchen, noch kriegen in der Mission. Ich wollte gerade sagen, es sind eigentlich nicht viele. Eigentlich nicht, nee. Aber wahrscheinlich kommen sie sonst nirgendwo mehr vor, also holen wir die mal gerade eben schnell. Kommen bestimmt noch irgendwo mal in der letzten Schlacht vor, irgendwo in einer Basis, wo dann Eisexalfos rumstehen, aber das ist halt die letzte Schlacht. Danach erst Upgrades kaufen zu können, ist auch nicht so dolle. Das ist akkurat. Ja, man nimmt an, dass dieser Wächter seit Urzeiten auf dem Schlachtfeld unterwegs ist. Man nimmt an, dass dieser Wächter ein winzig kleines Schwert hat. Das auch. Ich will ihn nicht mehr anvisiert haben. Ich glaube, ich abvisiert. Ich habe ihn anvisiert und ich habe ihn getötet. Ein Eisbüromagus besiegt. Jetzt beginnen ganz viele Viecher. Eismoblins wurden gesichtet. Da sind Zalfos. So, da schon mal ein Schwanz. Zwei Schwänze. Aber ist das schon so gut wie. Spawn. So. Das war's. Okay, wir können die Mission beenden. Klettern wir hier doch mal ein bisschen weiter. Natürlich fehlt dir nur noch ein einziger Schlag, um zu sterben. Das ist ja gehört. Ja, musst du aber trotzdem noch den kompletten Attackenhagel durchmachen, weil ich hier sonst nicht rauskomme. Und ich krieg sogar eine Veteranenschraube, ey. Ja. Das ist eine richtig gute Belohnung für so eine Gummimission. Schlacht gewonnen. Kriegen wir ein Level für Ganon? Nein. Es reicht nicht. Ich habe eine Level 7 Mission. War doch nur 18 Angriff. Okay, dann haben wir es. Wir haben eine Schraube, ne? Endlich geschafft. Und dann können wir dieses blöde Ding da unten endlich kaufen. Es geht hart aufs Ende zu, behaupte ich. Behaupte ich auch. Dann gehen wir uns das Ding nochmal schnell kaufen. Kaufe? Wenn die Karte dann irgendwann lädt. Okay, Gefahr hat sich verflüchtigt und dann brauchen wir natürlich eine neue EX-Mission, weil das ist wichtig. Ein Wesen, das sich tarnt. Für friggin' Herzen. Natürlich. Dank eines einverleibten Zorns eines Exalfors scheint bla bla bla. Ja. Cool. Ja, und nochmal Herzen. Und dafür kriegen wir Firon fertig. Yay, Topazin. Ja, dann kannst du da noch den Stern mitnehmen. Ja, damit dieser Stern macht uns zum Herrn. Das ist das Problem aller Bewohner von Firon gelöst und dafür kriegen wir eine Isolierhose. Hui. Yay. Aus dem Antikmaterial, das sich Gummi nennt. Und dann kriegen wir vor allem die 100% Hoffnung für ganz Hyrule. Durch das Lösen der Probleme der Einwohner von Hyrule kümmern sich nun alle mehr umeinander. Wenn man zusammensteht, gibt es kein Problem, das zu groß ist. So findet jeder zu seinem Glück. Damit die Warriors-Mütze. Oh ja, jetzt haben wir das Warriors-Outfit. Ja, das Warriors. So, dann haben wir hier noch eine Kampfforschung-Items, habe ich gehört. Da gehe ich jetzt aber wieder hoch und dann nehme ich Mr. Wächter, wird das für dich sein. Dann gib mir doch mal den Doppelklauen-Schlank im Warriors-Outfit, wenn wir schon extra freigeschaltet haben, 100%. Den Doppelklauen-Schlank, ja, können wir machen. Und zack, 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 Warriors-Outfits. Ja, wo er das Outfit aus Hyrule Warriors anhat. Ja, jetzt überraschenderweise. Dann forschen wir doch mal ein bisschen nach Items, denn das ist unsere Mission hier. Forschen wir mal. Vielleicht müssen wir irgendwelche Eisfeuer und so Stäbe benutzen, um einzugreifen oder so, weil Itemforschung. Wollte gerade sagen, ist eine Itemforschung. Es könnte darauf hinauslaufen. Töte einen Gegner mit dem Kryo-Modul. Bitte nicht. Das wäre doch der größte Traum, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Schlacht beginnen! Gut. Das ist eine von den Missionen. Zup, zup, zup. So, was haben wir denn? Bekämpfen wir den Eisschleim mit Feuer. Oh, noch einmal Feuer drauf. Oh.
Mal töten wir auch mal eben den Feuerpyromagus, damit wir unsere Feuermagie wieder haben. So, macht das, ich finde schon so lange einen Eisschlag. Ist dead. Du musst ihn mit dem Bombenmodul besiegen. Besiege den Achso. Ah. Besiegen mit dem Bombenmodul? Dann macht er Schaden. Nicht viel, aber macht Schaden. Zack. Das ist ja doch erstmal nochmal eine Runde. Also ich kann ihn einmal finishen. Sie sind leisten. Ich kann ihn niemals einmal finishen. Sofort tot. Ich hatte den Angriff schon brett gedrückt, als die Leiter dann plötzlich leer war und ich plötzlich einen Angriff gekriegt habe, mit dem ich nicht gerechnet habe. Es wäre so hilfreich, die HP-Leiste oben am Bildschirmrand zu haben. Von diesem Gegner. Ja, das wäre zu viel verlangt. Tempel! Vorsicht. Bomb, 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 Bomb. Ja, da habe ich ja schon Bomben eingesetzt. Ein Fall. Ich war schon dabei, Bomben zu schmeißen. Als nächstes hätten wir... Lande-Modul-Konter. Okay. Okay. Ja, dann warten wir halt, bis sie auf uns zustürmen oder schmeißen. Das Spannendste. Warten. Wenn die Silber-Moblins auch noch irgendwas tun würden, ne? Wäre noch spannend. Nicht wahr? Hallo. Ja, wenn man will, dass sie schmeißen, schmeißen sie nicht. Oh Gott sei Dank, die macht ja gar nichts. Hallo? Ja. Ein Konter gelandet. Ich geh mal hier auf Abstand. Vielleicht hat er dann Lust. Hey! Ja, muss nur weit genug wegstehen. Ja. Anscheinend. Scheint das weg zu sein. So, so, bevor du jetzt umbringst, womit müssen wir sie umbringen? Ah, besiegen den Zornbäumen mit dem Bomben. Okay. Hi, der ist gerade frisch gespawnt. Dann können wir die anderen beiden Kollegen ja mal aus dem Weg fahren. Ja, das war doch mein Plan. Hier ist der Zornleine. Wenn du meinst, so rumspawnen zu müssen. Gut. Gib mir nochmal eben noch deine Lanze, bevor du stirbst. Ich bin damit, seine Lanze zu klauen, umgebracht. Viele. Den können wir auf jeden Fall zwei, dreimal finishen, bevor er wirklich gilt. Lasers! 5 Kugelchen. Gestoppt. Was? Der kürzeste Leiste der Welt, oder? Lasers! Aber gib mir doch mal deinen neuen Schwert. Danke. Ich glaube, du kannst ihn nochmal finishen. Jesus, so wenig? Ich habe eine deutlich schlechtere Waffe als du. Ja, 40 Angriff weniger. Das Ding hat auch 90. Das ist jetzt nicht der low-leveligste Charakter, den wir haben. Aber jetzt können wir auf jeden Fall nicht nochmal finishen. Ja, jetzt ist sehr riskant. Ja. Jetzt geht's in Richtung einfach nur Bomben schmeißen. Nope. Reicht. Na, gib mir mal dein Schwert. Danke. Immer noch nicht gereicht. Na, auch noch nicht ganz. Immer noch nicht gereicht. Das ist auch nur minimal dämlich, die mit einem Bombenmodul zu killen, das einfach keinen Schaden macht gegen Zornball. Jetzt hat's auch. Wunderbar. Die Itemforschung hat ergeben, es ist ineffektiv. Ich hab immer noch dein Schwert, ich hab immer noch dein Schwert, haha. Tja, das ist ein ewiges Memento. Ja. An diesen Armen. Naja, für die nächsten 5 Minuten oder so, und dann ist es despawned. Oder 5 Sekunden in diesem Fall. Hui, ein Armbruch der Erleuchtung. Sprintangriff plus, geil. Schade, gegen hochgesteuerte Gegner, ja. Eine 76er Waffe immerhin für den Wächter. Veteran. Den ziemlich sicher niemand mehr benutzen wird, aber ja. Ja, ja, ja. Unwahrscheinlich, ja. Ja, sehr sogar. Jetzt fehlt uns immer noch eine Hinox-Urkunde. Jetzt haben wir einen Leuten erledigt. Das ist korrekt, aber es gibt da noch andere Missionen. Und ich glaube, beide Missionen, richtig, die wir noch haben, haben jeweils theoretisch. Welche sind halt nur die High-Level-Endgame-Missionen? Ja, die End-Endgame. X. Ja, es braucht auch nichts Neues mehr dafür.
dann gehen wir doch mal ganz kurz auf so einen Manöverplatz. Weil dann braucht man das Geld ja für nichts mehr. So, Zelda ist unser Max-Level-Charakter. Dann bist du jetzt Level 89. Und du bist Level 89 und dann hast du jetzt einen Super Sido. Okay, danke, dass du für mich entschieden hast, dass ich Sido spiele. Ich hab da nichts gegen, aber. Kannst auch noch jemand anders hochleveln, wer will's haben? Ich glaube, dafür haben wir jetzt keinen Rubin mehr. Ich kann noch ein paar Level kaufen. Aber nicht viele. König? Ich hätte gerne jemanden, den ich schon eine Weile nicht mehr benutzt habe. Eine gute Frage. Stunden später. Eine Ewigkeit später. Gib mir Mifa. Oh, es geht einfach weiter hoch, obwohl ich es nicht bezahlen kann. Okay, so, Level 78 hat es immerhin. So, dann Schlacht gegen Mutation Ganon. Da sind auch noch Zornviecher drin. Ja, ist ja ein Zeitlimit. Also ich nehme auf jeden Fall The Zelda. Du ja, kannst auch Sidon mit dabei packen, das ist nicht so gut gekauft. Sidon und Mifa rein, schätze ich. Ja. Du bist verlässlich geworden, Bruder. Angeblich ist er verlässlich geworden. Let's go, Level 93. Wer braucht schon Essen? Da kriegen wir übrigens mehr Diamanten für. Ich schätze, die haben sich auch gedacht, was geben wir dem Spieler noch an diesem Punkt? Mehr Diamanten! Ja, das ist das, was das meiste Geld bringt. Da kann er die zumindest verkaufen, dafür neue Level kaufen. Aber wir haben dem Spieler schon 100 Diamanten gegeben. Egal, mehr Diamanten! But sir, the diamonds, I don't care! More diamonds, die Spieler müssen lernen, dass die Dinger nicht wirklich selten sind. Kosten nur viel, das war's. Na. Just diamond things. Können wir mal, vielleicht. Ist fast fertig gelagert. Jesus. Oh, wir sind sogar bis Koga gekommen. Kann sagen. Wir sind sogar bis zum König gekommen. Bis zum König Gott. Gekommen. War ein riesen Ladebildschirm. Ja, gut. Jetzt okay. Weißt du auch warum. So eine gigantische Mission. Ja. Besiege die Truppen des Zornleuten. Alles klar, let's go. Besiegen wir mal ein paar Truppen des Zornleuten. Da kann man nicht lang. Okay. Hier kann man lang. Erstmal Zorn Moblin. Get lasered. Muss der Zorn aus. Halt so. Mr. Zorn Moblin. Wenn das ist, wie du spielen willst, dann spielen wir so. Nicht wahr? Zack, zack, zack. All of the balls. Jetzt stoppt. Ich sehe da vorne einen Zorn Glacirock, der schon auf mich wartet. Jetzt machst du mal Lasers. Schmetterangriff. Weißt du, was wir vielleicht mal eben tun sollten? Was sollten wir mal eben tun? Befehle verteilen. Damit wir nicht über die komplette Map laufen müssen, manche Leute. So, mach doch mal hin. So, Mifa, geh du mal da unten zu dem Zornleuten. Und ich schätze, Zelda kann sich hier um den Zornwächter kümmern. In der Zeit schon mal. Wenn sie denn tatsächlich Schaden macht. Es geht mir weniger darum, dass sie Schaden machen, als darum, dass wir halt, soweit wir auf die Ruhr wechseln, nicht über die halbe Map laufen müssen. Ja, schon klar. Ist nicht sinnlos. Und da die ja keinen Schaden nehmen, solange wir sie nicht genommen haben, ist es ja egal. Können wir ruhig in den Tod schicken. Passiert halt nichts. Das ist korrekt, die sterben ja in diesem Spiel hier nicht. Ja. Ich meine, das ist halt der Trade-off. Nehmen keinen Schaden, aber da tun sie auch nichts. Ja. Dann, 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 dann! Sei denn Polar-Pyromagus neben mir gespawnt. Jetzt mit der Polar-Pyromagus soll dafür sein, dass du dir theoretisch die Eismagie holen kannst, damit dein Kampf etwas kürzer wird. Ich habe aber schon mal Feuermagie eingesetzt, weil ich hätte den Kampf gerne etwas kürzer. Gegen diesen Glasjörg. Das dauert uns so ewig. Schmetterangriff. Weg. Und 1, 2, 3 und Feuer! Weil der Glasrock noch nicht wieder eingeeist hat, hat der Feuerstab nicht mal die super Schwachpunktgleise rausgeholt. Interessant. Spannend. Ich wusste nicht, dass das etwas ist, das existiert. Zack, zack, zack. Und lustige Bällchen.
Lasers! Stehen. Tempel Attack. Tempelt! Plattformer, das geht auf den Sender. Also haben wir tatsächlich unsere dritte HP-Leiste. Ja, haben mehrere unserer Charaktere inzwischen gekriegt, die dritte HP-Leiste. Ich glaube, das erste Mal hatte ich eine dritte HP-Leiste mit Zelda gekriegt in einem Endloskampf, wo wir 10 Minuten überleben mussten. Wahnsinn. Schmetterangriff! So, du bist tot. So. Zelda ist ja auch in einem spannenden Kampf. Jesus Christ. Seid doch, bleibt doch mal stehen. Seid jetzt auch erledigt. Schmetterangriff. Phantome wurden gesichtet. Deshalb haben wir jetzt noch mehr Gegner, die wir besiegen müssen. Haben wir noch nicht genug von vorher. Offensichtlich nicht. Hallo Zorn Hinox. Echt? Okay. Oh. Das ist viel Damage. Und get finished, Mr. Zornwächter. Nicht, dass er wirklich tot wäre. Zornwächter. Großen Bomben nutzen. Und rotate him. Wie so einen nervigen Moblin mit Explosionsfässern. Ja, die sind schrecklich. Und get rotated. So, schnell ist der Zahnwächter. Wieder überleben. Alright. So. Ich noch warum bist du stehst oder so dämlich gestunt. Du hast ja nicht mit deiner Leiste wieder leer gemacht. Cool. Verehrter Priester! Was machst du denn da, verehrter Priester? Gegen den Phantomtempel. Ah ja. Ich war kurz verwirrt, was in aller Welt ich sehe. Ist ein Basiskommandant? Nein, es ist ein Phantom. Was ist denn für ein Phantom? Ist Rivali? Ist das richtig? Das ist Rivali. Ich krieg immer Rivali. Ja, Phantom-Rivali tut ja nicht viel. Ich will nur spielen. Okay. Ich habe einen Daru. Ich spreche mit Daruk. Werde ich nicht haben. Daruk Sandstone. So, dann schmiedern wir Mr. Reveal mal weg. So, schön. Zelda ist auch schon wieder beschäftigt. Schön das nächste Phantom. Ja, in der Tat. Oh, ein Urbosa. Okay, dann. Haben wir jetzt hier unten Mifa gegen Mifa und einen Zornleuen und einen silbernen Moblin. Das, oh, das ist eine Menge. Ich komme da gleich runter. Wäre gut. On my way. Unser niedrigselbe Charakter gegen die Dinge alle auf einmal ist vielleicht ein bisschen viel. Ist in der Tat vielleicht ein bisschen Overkill. Ja, ich bin da, ich werde Hyrule beschützen. Oder? Ja. Ich werde Hyrule beschützen. So gut. Schmetterangriff hinterher. So, bleibt nur noch der Leune. So, das ist schon mal sehr angenehm. Stoppt Mr. Leune. Schmettert Mr. Leune. Ich glaube, die Schwertergriffe sollte ich komplett dir überlassen. Das ist ein höheres Level und eine deutlich bessere Waffe. Stoppt Mr. Leune.
Kamera, please. Den habe ich nicht gekriegt. Gar nichts. Er hängt da sehr gut in der Ecke, der Kollege. When in doubt, just stop him. Strategie funktioniert meistens, ja. Okay, du hast den Erfolg ins Haus gesetzt? Ich sehe nichts. Erfolg! Neues Ziel wurde festgelegt. Er war auch in diesem Haus. Du konntest ihn sehen. Ja, da ist jetzt die Mutation gegangen und da haben wir die ganze Zeit drauf gewartet. Das ist wieder der Freund, der nicht gestoppt werden kann. Ach, immer der gleiche mit diesem Spiel in aller Welt. Okay, vielleicht auch sinnvoll an. Planern. Kastenöffnung. Das ist unser Truppenübungsplatz. Ja, ja, guck mal da drauf. Also, ich gehe hier nah an sich. Hier war ein Eingang. Ich bin in der nahen Sicht, aber man sieht diesen Eingang auch in der nahen Sicht irgendwie gar nicht. Schmetterangriff! Stirb, besessen halt. Ja, das Stoppmodul hier hinten links bringen, können wir eigentlich auch genauso gut mal bauen laufen, ne? Ja. Das nimmt wenigstens Schwachpunkt besser. Hab ich auch beim ersten Kampf gegen den schon gedacht, aber ich vergesse es immer. Ist einfach so drin, wenn ich die Leiste sehe, dann kommt Stasis raus. Ja, schön, schneller Angriff. Leicht überhitzt. Repariert. Ich werde Hyrule beschützen. Ich muss es tun. Wie immer, zweiter mein Gedanke. Wie immer. Schmetterangriff! Wir sterben besessen der Garnon. Oder Mutation Garnon. In diesem Falle. Und Schmetterangriff! Ich sehe nur noch ein großes Krabum und Animationen und links und rechts. Ja, das Übliche, wenn man gegen so große Gegner kämpft und einer die ganze Zeit das Bordmodul spammt, sobald er kann. Er macht Mifa allgemein noch relativ große Animationen, weil es sind halt diese Wasseranimationen von den beiden Fischen. Ja. Okay, und Finisher. Immer noch. Und Erfolg! Du hast die Mutation Garnon erfolgreich besiegt. Das war mein Bruchteil meiner Macht. So. Lichtschuppenlanze gekriegt. Hurra! Nice. Schlacht Hi. Gegen Mutation Garnon ist vollbracht. Wir haben gesiegt. So, wie viele Level kriegen wir denn für eine Level 93 Mission? Oh, immerhin zwei für Mifa. Besser als gar nichts. Hätte schlimmer sein können. Bisschen Unfug noch. Oh, die waren gar nicht schlecht. Ja. Oh, die sind beide gar nicht schlecht. Ist doch eine Level 93 Mission. Man sollte meinen, dass man eine vernünftige Sache für gedroppt kriegt. Ne? Ist richtig. 80 und plus Fähigkeit drauf. Müsste ja direkt schmieden gehen, wenn jetzt nicht, wie gesagt, gerade vorbei wäre. Jo, dann sollten wir jetzt unser Upgrade kaufen können, nach langer Zeit. Vielen Missionen sollten wir endlich das letzte Upgrade kaufen können. Eine Gefahr hat sich verflüchtigt. X. Und das letzte Wächter-Upgrade, glaubwürdiger Beweis, ist verfügbar. Ja, verstärkende Charakteraktionen. Das wird jetzt auch noch total benutzt werden. Naja, auf jeden Fall. Neben den Wissenschaftlern atmet ganz Hyrule erleichtert auf, als du ihnen den Beweis für die gewaltige Macht des Wächter-Veteranen bringst. Da. Jetzt müssen wir noch wieder rüberschalten, einfach sehen, was es überhaupt ist. Jetzt haben wir es nie erfahren. Oh nein! Ich kann ja bei dem Wächter hier irgendwo, glaube ich, reingucken. Ja, wo ist mein Wächter neben? Und dann auf und da. Hier, der wird schneller als Ziel erfasst. Ja, toll. Naja, es ist nicht schlecht für ihn. Gut. Mein Vorschlag: Wir machen heute das große Finale, weil ich glaube, das lohnt sich nicht dafür, nochmal eine komplett eigene Episode zu machen. Okay.
dann haben wir keine Zeit, unsere Gedanken über das Spiel preiszugeben, aber sure. Hau rein. Willst du das beim nächsten Mal tun? Dann nein. Okay. Hau raus. Wir haben, glaube ich, so viel über das Spiel gesprochen, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Wir haben schon sehr viel darüber gesagt. Für die letzte Mission nehme ich natürlich meine beiden hier, die ich die ganze Zeit benutze. Willst du die beiden behalten für die letzte Mission oder möchtest du ich meine, aufgrund des Levels, Mifa kannst du noch austauschen. Mifa kannst du austauschen, du kannst mir dafür den Einhand Lank geben, den habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr benutzt. Ich habe fast alle Lanks nochmal durchgecycelt, aber den Einhand Lank hatte ich schon eine Weile nicht mehr. Okay. Ich bin irritiert mit seinem Kostüm. Wir haben bis zum Ende, obwohl wir jetzt am Ende sind. Also sortier mal. Wo ist denn das? Y. Dann hast du es, und dann nochmal. Dann hast du es nach Sets, glaube ich, sortiert. Ja, jetzt ist es nach Sets sortiert. Da wir kannst haben's. Du eben. So, das ist das Set, auf das ich das ganze Spiel gewartet habe. Scheinbar hatten wir die Sachen und ich hab's verpennt. So, Dunkellank. So, für die letzte Mission haben wir ihn endlich. Den Dunkellank. Ja, wir wollen ja nicht als Warriors lang durch die Gegend laufen. So, lass uns was kochen. Oh mein Gott, Alex kocht. 35% mehr Schaden durch Shika-Module. Ja, komm. Das können wir kochen. Und, einmalige Wiederbelebung, Beutequote, ist alles Unfug. Erfahrung, ist alles nur Scheiße. Weniger Schaden durch Eis, das ist alles Mist. Hier, ja, guck mal, Kocheffekte plus. Und dann hast du ganz am Anfang noch so Sachen wie einfach allgemein Damage hoch und Bewegungsgeschwindigkeit plus. Bewegungsgeschwindigkeit klingt gut, komm. Haben wir mega Bewegungsgeschwindigkeit. Dann kauf noch zwei Äpfel, die uns noch fehlen. Okay, und dann nehmen wir alle und dann brechen wir auf. Fast kein Geld mehr, gerade eben so. Wer will genug Geld für die Äpfel gehabt? Auf geht's ins Finale von Hyrule Warriors. Ja, Zeit der Verheerung. Jetzt denkt bloß dran, nicht A zu drücken. Ja, ich lasse jetzt für das große Finale einmal alle unsere Charaktere durchwatschen, damit man sie einmal gesehen hat. Ja, raten wir dir einfach mal direkt out of 10. Lang. Lang. 8 out of 10. Ja, 8. Terrako. 4 out of 10. Ja, ich mag Terrako nicht. 3. Ich mag auch von Terrako. Impa. Immerhin hat er eine Version, die den Gegner killt. Impa ist 9 out of 10. Ja. Zelda. Zelda ist für mich 10 out of 10. Aber nur wegen dem Bike. Sie hat das Modul, das Modul zieht sie und nochmal runter. Modul nein. Ist 2 out of 10. Ja. Dann haben wir noch Lichtpfeil, die sind für mich so 5 out of 10. Zora-Dame ist für mich auch mehr so 6 out of 10. Ja, ist für mich schon eine gute 10. Daruk, 1 out of 10. Ja, Daruk ist 1. Revali, 7 out of 10. Ich mag Revali sehr gerne, aber sprechen. Ja, Dito. Rosa, ist auch eine gute 6 oder 7. 6, ja, 6 ist okay. Maronus ist für mich eine 1. Dekuman ist für mich so eine 6. Ist zwar ganz lustig, aber Sidon ist für mich eine 4. Ich hasse Sidon, ehrlich gesagt. Ich aber 10. Okay, Sidon ist mein Lieblingscharakter. Dann der Geron-Junge ist für mich auch mehr so 4, auch wenn er super gut ist. Teba ist 10. Teba ist 10 out of 10, aber ich bin mich super glücklich mit ihm wegen seinem Stoppmodul. Riju ist lustig, ist eine 7 für mich, aber 8. Koga ist so eine 2. 2, 3. Der König ist 9. Die König ist so 8 für mich. Das König ist lustig. Die Feen sind 1. Feen sind... Ja, 1 würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal 3. Die sind einfach zu große Ziele. Ja. Besessenheit Ganon ist, sagen wir mal so, 7 out of 10. Der ist theoretisch super stark, aber man ich spiele ihn super gerne. Man kriegt ihn zu spät oder zu wenig Kombos. Ja. Seine Module sind halt mega überpowered. Der Wächter ist auch so 7 out of 10, würde ich sagen. Macht ja, Spaß okay. Zu spielen, macht viel Schaden. Ist aber auch eine große Zielscheibe, muss man dazu sagen. Ja, das ist das Hauptproblem. Super und seine Angriffe sind auch viel zu langsam vom Riesenwächter. Ja, man kann Super halbwegs benutzen. Der ist so 6 out of 10 bei ich mir. Ich mag Super. Mag Super aber so eine gute 7. Ja, Super kann auch stark sein. Und dann haben wir noch Robello, den man einfach viel zu wenig Robello spielt. Robello und Pura kriegt man auch einfach zu spät. Ja, ich finde die ziemlich gut. Aber eigentlich sehr stark, wenn man so richtig spielen kann, dann würde ich denen ruhig so eine 7 bis 8 out of 10 geben. Ja, aber ich, man kriegt sie einfach zu viel spät. Zu spät. Ja. Leider. Ja, gut, da haben wir unsere Gedanken doch nochmal reingekriegt. Let's go. Es ist das letzte Gefecht. Schön, dass alle von euch da oben auf einmal zusammenspawnen und ich hier ganz alleine unten stehe. Viel Spaß da unten. Kannst da unten sidonisieren. Na, wir sollen vielleicht irgendeinen im Hauptquartier einfach drin lassen, um den Typen da drin zu verteidigen. Wenn du Lust hast, kannst du unsere Leute mal eben kommandieren. Ah, sure. Lang, du bleibst mal da. Der Hyrule Zelda auch losschicken. Und Zelda, du gehst mal da auf den Ice Phoenix. Ja, genau.
komm da vorne rein, oder? Ist das Tor so, ne? Ich sollte da vorne reinkommen. Ein Blitzbomblin wurde im südlichen Vorposten gesichtet. Ist ja tödlich gefährlich. Siege die Truppen des Zornleuen. Okay, Leune als letzter Boss, sehr angemessen. Bam, ist nice. Perfekt, ganze Leiste runter. Jetzt schmettert, Mr. Eiswächter. 2, 3, 4, 5 und ein paar Kugeln für die Welt. Jetzt stoppt. Und dann sollte es das auch gewesen sein für den Kollegen hier. Schmetterangriff. Erober den nördlichen Vorposten, das Vorrücken aufzuhalten. Ein Monster ist im Hauptquartier, aber da kümmert sich lang gleich bestimmt schon drum. Ich kann sagen, schlank ist er da. Also sag mal, sobald jemand zu schlank rüberwechselt, ist das Problem relativ bald gelöst. Oh, schön, hier stehen einfach mal zwei Zornleuen direkt nebeneinander. That's fun. Ja, nice. Das ist halt das letzte Gefecht. Das Spiel weiß, womit es uns theoretisch vielleicht Probleme machen kann. Sicherlich gebrochen zu haben, Junge. Okay. Das ist tatsächlich ein Schmetterangriff. Sei tot, Mr. Silberner Moblin. Bams! Und dann kriegst du ein paar lustige Kugeln ins Gesicht. Stopp! Ja, und dann bist du tot. Vielleicht, hoffentlich. Stern, ein Tor hat sich geöffnet. Dann gehe ich doch einfach durch dieses Tor durch. Wenn das Spiel schon so anbietet. Ach, okay, mal so in Ruhe. Ja, hier ist ja Party. Ja, machen wir nochmal einen Spezialangriff rein. Oh mein Gott, das ist echt Party. Stehen aber 1000 Gegner an einer Stelle. Ja, ja, stoppt euch doch mal hier. Ich hätte da noch so einen Laser im Angebot. Psst. Damit die sich auch ja nicht wehren, ja. Stampf. Ja. Ja, schon ein bisschen entfernt. Ah, es hat die Last nicht draußen gehalten. Dann holen wir halt die Kugeln zur Verstärkung. Wie sieht das genau aus? Das war knapp. Stopp, der hat sowieso alle seine Beine verloren. Getroffen. Fest! Ich häng fest! Ich häng fest. Au. Ich häng fest. Hoffe mal, dass ich das mit dem Festhängen löst, indem ich einfach auf meinen Charakter gehe und gleich wiederkomme. Das ist eine Option. Außerdem muss das Hauptquartier jetzt mal ein bisschen aufgeräumt werden. Ah ja, ist ein bisschen Party da drüben, wa? Ja. Ja, da fahren wir Lanky Lank da. Der ein bisschen kämpfen kann. Mit Einhänder Bauer! Naja, Schatten Lank macht er schon irgendwie. Ist nicht umsonst The Shadow Lank. Jetzt, wo er das Kostüm hatte, so unschlagbar. So funktioniert das, ja. So, dann haben wir hier aufgeräumt. Was geht hier ab? Autsch. Das war nicht so cool. Was gedacht? Wenn du den Leist nicht zeigen willst, dann kriegst du halt Feuer ins Gesicht. Nun finish him! Bump. Geht immer auf den Keks. Ich werde Hyrule beschützen. So. Hauptquartier ist wieder aufgeräumt. Ja, ich bin nicht mehr stuck. Gut. Ich häng nicht länger weg. Hat das Spiel es geschafft, dich zu unstucken, ja. Schön. Finde ich auch. Finde ich sehr kollegial vom Spiel. Tieren bitte. Und kurz bumm. Und Schmetterangriff. So, weg mit dir.
Bums! Den auch weg. Dann haben wir da vorne ein silberner Moblin im Murking Vorboss. Oh Gott. Nicht so, wie der da steht. Gestoppt. Okay. Ein Zornleune erledigt. Bleibt noch einer. Das ist ja schon mal ein Traum. Schmetterangriff. Ich denke, okay. Die nächste Basis mit einem lustigen Feuer hinaus. Rotated! Und ein Schmetterangriff für Mr. Feuer Hinox. Lustig rotieren. Ich habe gehört, ich habe noch jede Menge Eisstäbe. Das wollen wir. Hast du das? Wahnsinn. Wenn wir sowieso schon in der letzten Schlacht sind, kann man noch mal ein paar davon benutzen, schätze ich. Rams. Schön ins Gesicht rein. Ganz komische Unbesiegbarkeit zeigt die Flieche. Au. Und Level Up! Der Arme. Ja, ich hab das besiegt. Schlank hier noch was zu tun? Oh ja. Ja, Schlank hat noch Schlank hat immer zu tun. Schlank hat Party in der Haus. So. Erfolg! Die Truppen des Zornleuen wurden besiegt! Und das war EX, die letzte Schlacht! Die witzigerweise keine Besessenheit Garnon, keinen Fluch, keinen mutierten Garnon hat. Sie hat die Monster, von denen das Spiel weiß, die sind am gefährlichsten, Zornleuen. Das heißt, einfach zwei Zornleuen nebeneinander und die haben sich gedacht, dann genug! Die letzte Schlacht! Es ist ein Traum. Ja, ich schätze, das war's. Ich glaube, wir haben tatsächlich die letzte Mission gerade vollbracht, außer jetzt spawnt irgendwas, was wir alle nicht bedacht haben, aber ich könnte mich nicht dran erinnern. Wir schauen mal sicherheitshalber nach, bevor wir jetzt zu viel sagen. Sollen wir irgendwo am Rand eine Level 60 Mission oder so übersehen? Ja. Eh so eine ups. Frühe X-Mission, so upsi. Gehörte deswegen nicht zu den 100%. Eine Gefahr hat sich übrigens verflüchtigt. Und eine Gefahr hat sich auftauchen lassen. Ne. Das war's. Das war's. Leider hat dieses Spiel kein großes da. Du hast alle Missionen geschafft plus DLC. Hätte man mal ruhig noch machen können. Ja, hätte man. Wäre nicht schlecht gewesen. Wäre voll geil gewesen. Leider ist es so etwas unspektakulär. Das, was man halt eigentlich als letztes kriegen soll, ist halt hier 100% Hoffnung für Hyrule. Und das ist halt das, wo man sich sagen soll, yeah, 100%, du hast es geschafft. Boom. Ja, und dann kommt DLC und Vor allem dadurch, dass halt ewig die Gefahren jetzt nachspawnen, hast du halt nie irgendwie so einen komplett abgeschlossenen Kartenbildschirm. Das ist auch so ein bisschen... Weil immer die roten Missionen von den EX-Gefahren da sind, das ist korrekt. Na, immer nachspawnen. Jo, wir haben es geschafft. Ich mag Hyrule Warriors Zeit der Verheerung deutlich lieber als das erste Hyrule Warriors, wenn ich so insgesamt im Bild sehe, muss ich sagen. Wobei es erst natürlich Spaß gemacht hat. Die Tatsache, dass man hier nicht farmen muss, beziehungsweise so wenig farmen muss, dass es nicht auffällt, ist... Das ist ein Traum. Ja, der enorme Unterschied vom Farming ist halt wirklich sehr, sehr angenehm. Und auch natürlich, dass dir die Ränge fehlen, sodass man nicht überall auf den blöden S-Rang achten muss, sodass man auch mal ein bisschen die unterschiedlichen Charaktere spielen kann, auch wenn sie kacke sind teilweise. Ja. Auch wenn man Daruk zwischendurch mal nehmen muss. Ja, aber insgesamt, ja. Die meisten Charaktere machen sehr viel Spaß. Ja, eben. Die meisten Charaktere sind doch ziemlich gut. Ich habe weniger Charaktere in diesem Spiel, wo ich sage, oh, boah, bloß nicht. Ja, das stimmt. Viel weniger. Das und stimmt. Selbst mit den Charakteren, wo ich hier sage, oh, boah, besser nicht, bin ich mit allen immer noch lieber unterwegs als mit Agneta. Nein, nicht als Agneta. Und auch lieber mit... Lieber als Impa von Hyrule Warriors 1. Ja, das ist so beides. So, Impa in diesem Spiel, super, Impa in Hyrule Warriors 1. Oh. Ja. Mir fehlen immer noch so ein paar lustige Waffen zusätzlich wäre irgendwie noch witzig gewesen, die noch so ein bisschen mehr gimmickhaft sind. Aber ja, man hätte noch so ein paar Sachen machen können, einfach Waffen noch ein bisschen ausbauen, Kostüme hätte man mal machen können, weil das irgendwie ein bisschen, es ist halt nervig, die einfach nur für Langkostüme zu haben und umfärben zu können und die anderen kriegen einfach gar nichts. Ja,
Bis auf diese eine Winterwams für Zelda. Ja, und halt, entweder haben sie die Reckenklamotten an oder nicht. Ja, hier, yes. Blaues Tuch oder nein. Ja. Das ist... Also so ein paar Sachen fehlen noch für, das ist wirklich absolut super, aber das ist auf jeden Fall ein extrem gutes Spiel. Das ist ein sehr gutes Spiel, macht sehr viel Spaß. Das ist ein Grund, warum ich das Basisspiel jetzt dreimal, den ersten DLC dreimal und den zweiten DLC zweimal zu 100% durchgespielt habe. Ich habe es jetzt für das LP zum zweiten Mal durchgespielt und das ist, ja. Ich meine, ich bin nicht der große Dynasty Warriors Spieler, dementsprechend, ich habe bis jetzt noch kein anderes Spiel von denen mehr als einmal durchgespielt. Ja. Also ist das jetzt die Premiere. Jo, ich würde sagen, das war's. Wir haben Hyrule Warriors Zeiterfahrung komplett zu 100% abgeschlossen. Alle Missionen geschafft, alles getan. Wie kommt man noch gleich zum Menü zurück? Zum Titelbildschirm. Wir gehen. Der Einspielermodus wurde aktiviert, Kevin wurde rausgeschmissen. Wir können keine Amiibos mehr einlesen, weil wir das heute schon getan haben. Es ist unglaublich traurig, ich weiß. Ja, also wir können jetzt ein neues Spiel starten. Das ist korrekt. DLC ist gekauft und abgeschlossen. Jo, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Das war Hyrule Warriors. Wir sehen uns wieder im nächsten Projekt. Bis dahin. See ya. Aloha.